Wir sind Maximilian Müller und Christoph Michael vom Büro MLA Plus. Wir sind die Berliner Filiale des Büros MLA Plus, ein international tätiges Architektur- und Stadtplanungsbüro. Unser Entwurf leitet sich sehr stark aus der Umgebung ab. Wir wollen eine starke Vernetzung mit der Nachbarschaft herstellen. Interessant ist für uns dabei, dass das Baugrundstück die letzten 100 Jahre nicht zugänglich war, beziehungsweise nur für die Kleingärtner, und dass jetzt da eigentlich eine totale Umkehrung entsteht und es jetzt für alle begehbar und erfahrbar wird. Wir sehen das Grundstück als Campus, lateinisch freies Feld, und gucken also, was gibt es in der Umgebung für Bezugspunkte, an die wir anknüpfen können. Da gibt es einmal die beiden Wohnbauten hier. Wir wollen Verbindungen herstellen, die über das Grundstück gehen und eben diese Begehbarkeit herstellen. Da gibt es also hier einmal den Einfluss, auch über den Grünzug hier an dieser Stelle. Es gibt auf der anderen Seite genauso die Wohnbebauung, die praktisch auf dieses Feld rüberleitet. Es gibt den Anschluss an dieses ehemalige Schokoladenfabrikareal, den DGZ-Ring, wo man im Prinzip hier so auf das Grundstück kommt. Und es gibt eine Verbindung zu Am Steinberg. Das heißt, man hat eigentlich erstmal von jeder Seite einen Anknüpfungspunkt und in der Mitte eine Kreuzung, an der was Besonderes passiert, ein Platz. Der zentrale Platz, wurde ja gerade schon erwähnt, hat eben diese beiden Bereiche, den etwas städtischen, härteren Bereich, wo auch eine Bühne im Außenraum zu finden ist und der ganz unterschiedlich bespielbar ist, auch mit externen Nutzungen. Und auf der anderen Seite gibt es erstmal als Grundidee diesen Bereich, der den Grünzug aufnimmt, weicher mit Bäumen. Wir stellen uns da einen Kirschgarten vor, auch mit Außenbereichen von den gastronomischen Nutzungen um den Platz herum, angefangen mit der Kantine, aber auch sicher mit anderen kleinen Nutzungen. Und diese gerade schon erwähnten Innenbereiche von den Clustern sind eher so als Werkhöfe zu verstehen, wo die Künstler und also die Kunststudenten arbeiten, Bildhauer, Maler, andere darstellende Künste, und wo eher so eine Werkatmosphäre herrscht. Räumliche Anforderungen sind ja, was die unterschiedlichen Funktionen angeht, sehr komplex. Es gibt sehr viele unterschiedliche Funktionen. Also einmal die natürlich reine Hochschulfunktion, aber dann wird dieser Campus ja, das ist erklärtes Ziel der Hochschule, ja auch mit anderen Funktionen vermischt. Also es gibt einmal Wohnen, es gibt dann so einen Cluster, der eher Hochschulkooperationen und Forschen aufnimmt, und auch zusätzliche Arbeitsplätze, die privat vermietet werden können. Also um eine Vernetzung der Hochschulfunktionen hinzubekommen mit Start-ups, mit privatwirtschaftlichen Aktivitäten, die sich verzahnen mit dem Hochschulbetrieb, aber natürlich auch ganz wichtig mit gastronomischen Angeboten, mit Veranstaltungsorten, wo auch außerhalb des Hochschulbetriebs oder unabhängig vom Hochschulbetrieb Veranstaltungen durchgeführt werden können. Also zusammenfassend kann man sagen, die wichtigsten Punkte sind, wir versuchen, die bestehenden Qualitäten des Ortes aufzunehmen und weiterzuführen. Wir wollen gerne diesen Campus in die nähere Umgebung sehr stark einbinden und vernetzen und verbinden damit die Absicht, einen sehr lebendigen Ort zu schaffen, ein Ort des Austauschs zwischen der Hochschule, den Studenten und dem direkten Umfeld, um einen sehr öffentlichen Ort zu schaffen, von dem das gesamte Umfeld profitiert. Die Arbeit verfolgt einen spannenden, ganzheitlichen Ansatz, weil sie sich mit der Nachbarschaft vernetzt und diese durch die Vernetzung sowohl durch die Gebäude und baulichen Strukturen, aber auch durch den Freiraum schafft. Das ist in diesem Fall besonders hervorzuheben, weil die Durchwebung, die Kreuzung der Nachbarschaft, die mit Sicherheit jetzt über diesen vorhandenen Grünraum oder die Kleingärten vorhanden ist,
die wird natürlich mit den neuen Verdichtungen dort eine neue Erfahrung ergeben. Und das haben sie eigentlich gut geschafft, weil sie wirklich einen Grünzug durch ihre Struktur ziehen, der sich dann wiederum öffnet zu einem zentralen Platz, der diesen Hochschulcampus ausmacht. Und das wurde in dieser Arbeit eben auch noch intensiv mit einem Fachplaner, der Landschaftsarchitekt, wieder mit eigenen Themen bespielt. Und das ist ein spannender Ansatz, den wir auch jetzt in dieser Form weiter gerne sehen würden und wie er sich auch weiterentwickelt, was die Gebäudestrukturen anbelangt.